In diesem Münchner Modell, da sollen zwei Dinge, die eigentlich unabhängig voneinander erstmal als Ideen in unserer Gesellschaft sind, verbunden werden. Das ist eine, die Idee des Grundeinkommens, für die auch die Krone steht, mit der wir immer wieder krönen. Ihr seid ja hier von der Krönungswelle und habt auch auf dem Symposium hier mit viel gekrönt. Und das, also das garantierte oder bedingungslose Grundeinkommen für jeden, das die Existenz sichert, das die Teilhabe an der Gesellschaft sichert, das bedingungslos ist, das heißt also auch ohne Arbeitszwang, das individuell für jeden ausbezahlt wird, also nicht Ehepartner zusammen oder sowas oder Bedarfsgemeinschaften und das ohne eine Bedürftigkeitsprüfung auskommt. Das sind klassisch die vier Kriterien für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also das ist die eine der beiden Ideen. Ich kürze es mal ab. BGE, bedingungsloses Grundeinkommen. Und die andere Idee, die erstmal eher unabhängig davon in der Gesellschaft bis vor kurzem noch, soweit ich das wahrnehmen konnte, existiert hat, das war die Idee des fließenden Geldes. Geht zurück auf verschiedenste Quellen. Eine berühmte ist Silvio Gesell mit der Freiwirtschaftstheorie. Das ist eine Geldtheorie, die sagt, Geld muss rosten. Genauso wie alle Waren irgendwo Kosten verursachen, sei es, weil sie verschimmeln, verfaulen, verrosten, weil sie unmodern werden, weil sie nicht mehr frisch sind nach einer gewissen Zeit oder auch einfach, weil sie Lagerungskosten verursachen, weil sie Platz wegnehmen, weil ich sie vielleicht bewachen muss, weil ich sie versichern muss gegen Umweltschäden. Also jede Ware kostet mich was, nur wenn ich Geld habe, dann kostet es mich nichts. Das kann ich beliebig lange aufheben. Im Gegenteil, wenn ich das irgendwo deponiere und bei einer Bank lasse und vielleicht auch sehr konservativ, sehr sicher anlege, kriege ich trotzdem immer noch einen Zins. Das heißt, das wird sogar mehr, je länger ich das aufbewahre. Und dadurch ist der, der Geld besitzt, in einem Vorteil gegenüber dem, der eine Ware oder auch eine Arbeitsleistung, die dann zu einer Ware oder einer Dienstleistung führt, anbietet. Die sind nicht auf Augenhöhe, weil der mit dem Geld, der kann sagen, oh, der Preis ist mir heute zu teuer, ich warte mal ab, wie der morgen wird. Vielleicht fällt er ja. Vielleicht machst du es mir ja morgen billiger. Und der mit der Ware aber weiß genau, morgen ist seine Ware schon wieder ein bisschen weniger wert. Dem kostet das Warten was. Und den Geldbesitzer im Gegenteil, dem kostet das Warten nichts, er kriegt sogar was fürs Warten. Und weil er kann das Geld in der Zeit, wo er wartet, verleihen, jemand anderen was damit machen lassen, kriegt einen Zins dafür. Und Silvio Gesell wollte das auf Augenhöhe heben. Und da merkt ihr schon, dass die erste Parallele zum Grundeinkommen, auch uns geht es ja darum, bei der Grundeinkommensbewegung, den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer, die sich gemeinsam über den Lohn für eine Arbeitsleistung austauschen, auf Augenhöhe zu heben durch das Grundeinkommen. Ich werde, um das zu erklären, nur zwei, drei Grundbegriffe von diesem fließenden Geld erklären. Wenn jemand davon noch nie irgendwas gehört hat, dann wird es mir wahrscheinlich jetzt nicht möglich sein, das erschöpfend hier darzustellen. Und dann kann es auch sein, dass ich die ein oder andere Sachfrage auf später verschiebe. Da bitte ich euch dann um Verständnis. Ich werde versuchen, nur so viel davon zu erklären, damit man diese Verbindung abspüren kann. Ist es soweit die beiden Grundlagen erstmal klar geworden? Und gibt erstmal keine Rückfrage. Gut. Also Grundeinkommen auf der einen Seite und dann das fließende Geld, kürze ich jetzt einfach mal für uns als FG ab, auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt mal bei dem fließenden Geld erstmal hinschauen, da hat jemand, ich mache das mal hier wie so eine Röhre, einen gewissen Kontostand. Wer hat das als Bargeld oder als Girogeld auf seinem Konto? Stellt euch vor wie ein Wasserstand in einer Röhre. Und das Gesetz beim fließenden Geld ist jetzt, anders als beim Zins, der bekommt jetzt nicht, Dispozinsen gibt es zurzeit kaum, aber wir vereinfachen jetzt mal einfach für die Darstellung, wenn ich Geld habe auf dem Konto, kriege ich Zins und wenn ich keins habe, kriege ich keinen Zins, damit wir ein bisschen leichter das beschreiben können. In unserer heutigen Zeit kriegt er was dazu und in dem System mit fließendem Geld fließt da ein bisschen was weg. Deswegen nennen das manche den negativen Zins. Das ist für diese Betrachtungsweise sinnvoll. Man kann es aber auch anders nennen. Das ist noch eine zweite Betrachtungsweise, das nenne ich den wandernden Zins. Und die gefällt mir ein bisschen besser. Wenn ich heute zu einer Bank gehe und ich leihe mir Geld, dann muss ich dafür Zinsen zahlen. Und wenn ich dann morgen zum Friedrich gehe und sage, ich gründe ein Unternehmen, jetzt kaufe ich mir Maschinen und gebe dir das Geld und kriege die Maschinen für, wer zahlt dann den Zins? Weiterhin ich selber. Weil ich bin ja zur Bank gegangen und habe mir das geliehen. Jetzt frage ich die Bank, ja, warum zahle ich Zinsen? Sagt die mir, ja, das ist eine Zahlung für die Liquidität, eine Liquiditätsprämie, für den Liquiditätsvorteil, den du von mir bekommst.
gebe ich dir einen Zins als Gebühr, verlange ich von dir. Dann gehe ich zur Bank und sage, ja wieso, ich habe doch gar keine Liquidität mehr, die hat jetzt der Friedrich. Ich habe doch jetzt nur noch die Maschinen hier stehen, die sind nicht liquide und flüssig, die sind hart und aus Metall. Also mein Geld ist gar nicht mehr flüssig, ich soll trotzdem Zins weiter bezahlen. Und beim fließenden Geld, wenn man sich den Zins als fließenden Zins vorstellt, dann ist es so, ich kriege ein Geld und dafür zahle ich immer ein bisschen Zins, also wird ein bisschen weniger, was ich habe. Ab dem Moment, wo ich beim Friedrich Maschinen kaufe, habe ich das Geld nicht mehr und die Liquidität, hat der Friedrich das Geld und solange der das hat, fließt es bei ihm ein bisschen weg. Also er zahlt quasi den Zins für die Liquidität, die Gebühr. Ich möchte es gar nicht mehr Zins nennen, sondern eher die Gebühr oder Steuer für die Liquidität zahlt jetzt der Friedrich. Aber erst nur so lange, bis er vielleicht wieder seinen Angestellten bezahlt oder bis er wieder was einkauft. Das heißt, immer der, der gerade den Geldschein hat oder die Zahl auf dem Konto, der zahlt eine Gebühr an die Gemeinschaft. Und das ist jetzt der andere Unterschied zum Zins. Diese Gebühr fließt nicht an irgendwen, der das Kapital mal zur Verfügung gestellt hat, also eine Privatperson, oder beim Bodenzins, also der Pacht, fließt jetzt nicht an den, der da im Grundbuch steht, sondern es fließt an die Gemeinschaft. Soweit Theorie fließendes Geld. Und was man dann damit macht, da gibt es dann wieder ganz unterschiedliche Sachen. Die Regiogeldverbände, die sammeln das teilweise ein und geben das dann an gemeinnützige Organisationen. Spendenparlament bestimmt dann, wo fließt das hin. Weil die machen das mit dem fließenden Geld. Da klebt man die Marken auf die Scheine. Habt ihr vielleicht schon mal in der Hand gehabt. Bei Silvio Gesell, der hatte unter anderem so ein Institut, eine Mütterrente nannte er das damals. Damit wollte er indirekt über die Mütter den Kindern was zugutekommen, dass man sagt, ja, die brauchen doch für zum Großwachsen brauchen die doch was. Da geben wir denen doch was. Eine Art Vorläufer von einem Grundeinkommen für Kinder. Wo ja auch heute wieder, gerade in Bayern, ganz heftig drüber diskutiert wird. Aber Leute, die sich das heute anschauen, die fragen sich oft, naja, das ist doch nicht gut, wir wollen doch stabiles Geld, wir wollen doch einen gleichbleibenden Geldwert. Wenn das Geld jetzt weniger wert wird, haben wir doch alle einen Nachteil von. Das gefällt uns nicht. Und da wird es jetzt spannend, wenn ich das Grundeinkommen dazu hole. Ich mache jetzt mal nicht nur eine dieser Röhren, sondern ich mache jetzt hier noch eine zweite Person, die hat ein bisschen weniger da zur Verfügung im Moment. Immer wohlgemeint, hier geht es um liquides Geld. Das ist jetzt nicht, wenn jemand ein Haus besitzt oder Aktien hat, Unternehmensanteile oder so, die rechne ich da nicht rein, das ist nur der Kontostand. Also jemand kann ein Unternehmer sein, der sehr aktiv ist, der viele Unternehmen besitzt, hat aber kaum was auf dem Konto. Und ein anderer besitzt erstmal gar nicht viel Vermögenswerte, hat aber ein bisschen Rücklagen auf dem Konto gesammelt. Bei dem ist der Stand entsprechend höher. Da machen wir jetzt mal noch einen, der hat so kaum was auf dem Konto. Wenn ich den jetzt allen was wegfließen lasse, dann haben alle am Ende weniger. Jetzt kann ich aber das, was ich denen wegnehme, sagen wir mal in einem Monat 1% von dem, was da drauf ist. Also das ist dann bei dem hier, ich vergröber es ein bisschen, 1% würdet ihr kaum sehen, ist das dann so viel. Bei dem ist es ein bisschen weniger anteilig, bei dem ist es so viel und bei dem ist es im Grunde gar nichts. Wenn ich das jetzt hier zusammennehme in einen großen Topf und sagt, das ist von dem, das ist vom zweiten, das ist vom dritten und das ist vom vierten. Danke, Ralf. Das ist also die gesamte Summe. Und diese vier Menschen wohnen jetzt in meinem vereinfachten Staatengebilde. Die kriegen jetzt ein Grundeinkommen. Das heißt, ich nehme das, was ich da heute abgebucht habe, sofort am selben Tag, teile es gleiches Recht qua Geburt durch vier Teile, jeder dasselbe und gebe es jedem wieder dazu. Dann hat der so durchschnittlich viel hat, am Ende wieder ungefähr genauso viel wie vorher. Ich mache es mal mit Rot. Liegt da noch ein roter Stift bei euch am Tisch? Na, hier ist ein brauner. Der hat also ungefähr genauso viel wie vorher. Die ziemlich viel auf dem Konto hatten, die haben ein bisschen weniger, weil die weniger Grundeinkommen kriegen, als ihnen weggeflossen ist. Und der gar nichts hatte, der hat das Grundeinkommen und kann damit was tun. Und ich meine, der braucht es auch am dringendsten, das volle Grundeinkommen. Und der ziemlich viel auf dem Konto hat, der fließt halt mehr weg, als er als Grundeinkommen kriegt. Deswegen kriegt er trotzdem das volle Grundeinkommen überwiesen. Nur im gleichen Moment kriegt er halt wie eine Steuer für seine Liquidität, die er hat, auch was weg überwiesen. Also es ist das Grundeinkommensprinzip nicht aufgehoben, dass ich jetzt wirklich jedem Bedingungsloses gebe. Bloß irgendwo müssen wir es ja immer finanzieren, über die Einkommensteuer, Umsatzsteuer oder eben über so eine Flussabgabe.
Und jetzt seht ihr, warum ich hier diese vier Röhren nebeneinander gemacht habe. Das habe ich schon mit einem Hintergedanken gemacht. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Physikunterricht. Wenn ich die jetzt hier unten verbinde, dann nennt man das die kommunizierenden Röhren. Und wenn ich jetzt hier das verbinden würde und da ist Wasser drin, dann geht das sofort auf den gleichen Durchschnittswasserstand. Ohne große Zeitverzögerung. Es gibt eine Oberflächenspannung im Wasser, dann dauert das vielleicht eine halbe Sekunde und dann hat sich das angeglichen. Wenn ich jetzt sage, alle Menschen sollen das gleiche Geld haben auf dem Konto, dann wäre das diese Gleichmacherei, jeder soll das gleiche haben. Das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, die Verbindung und zwischen Grundeinkommen und fließendem Geld, bedeutet sowas wie, als ob da eine ganz, ganz zähflüssige Flüssigkeit ist, wie ein ganz, viel zähflüssiger als Quecksilber. Das geht nur überall ein bisschen, ein kleines bisschen in die Richtung des Durchschnitts. Das heißt, der, der mehr hat als der durchschnittliche Kontostand, der kriegt ein bisschen weg. Je mehr er sich vom Durchschnitt entfernt, umso mehr. Und der, der weniger hat als der durchschnittliche Kontostand, kriegt was drauf durchs Grundeinkommen. Der andere verliert es durch die Flussgebühr. Und jetzt merkt ihr, da ändert sich was. Beim fließenden Geld ohne Grundeinkommen betrachtet, da fließt alles weg Richtung Null, Richtung wie Tod, Richtung Sterben. Hier fließt alles hin Richtung dem, was uns allen als Durchschnitt möglich ist. Das kann ich beim Geld so mir vorstellen, das kann ich auch beim Grund und Boden mir vorstellen. Ich kann sagen, der, der mehr Grund und Boden benutzt in der Gesellschaft, für sein Wohnen, für seine Fabriken, was auch immer, für sein Leben, der zahlt an die Gemeinschaft etwas. Und der, der weniger benutzt als der Durchschnitt, der kriegt von der Gesellschaft etwas. So ein Konzept haben wir schon mal erlebt. Das hat Sigmar Gabriel, als er Umweltminister war, mal vorgeschlagen. Es war 2 Tage in der Presse und dann war es weg vom Fenster. Der hat gesagt, lasst uns eine Energiesteuer einführen, eine hohe Steuer auf Energie, als Ökosteuer. Für jede Kilowattstunde, ich nehme es mal vereinfacht, 1 Euro. Richtig teuer. Naja, dann sparen wir alle. Wenn ich jetzt aber nur diese Steuer einführe und sage, jede Kilowattstunde kostet künftig 1 Euro, kann keiner mehr Strom verbrauchen. Wenn ich aber diese Steuer nehme und in dem Moment, wo ich sie einsammle, durch in Deutschland 70 Millionen Bürger teile, und jedem wieder als Grundeinkommen gebe, dann ist der durchschnittliche Energieverbrauch steuerfrei. Habt ihr den Gedanken verstanden? Jemand, der 1 Kilowattstunde weniger verbraucht als der Durchschnitt, hat 1 Euro verdient. Jemand, der 1 Kilowattstunde mehr verbraucht als der Durchschnitt, muss 1 Euro zahlen. Das heißt, wir legen dann gesellschaftlich fest, wie das Sparen von Strom belohnt wird. In einem gesellschaftlichen Diskurs oder marktwirtschaftlich durch Aushandeln, indem der, der sein Recht auf Kilowattstunden nicht ausschöpft, es dem anderen verkauft. Kann man marktwirtschaftlich machen, kann man parlamentarisch ausdiskutieren. Aber nicht mehr der Stromkonzern legt fest, was 1 Kilowattstunde kostet und mir erspart, sondern wir als Gesellschaft legen das dann fest. Also da kommen erstaunliche, interessante Parallelen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch eine Parallele auch auf zum Götz-Wernerschen Modell der Umsatzsteuer im Grundeinkommen. Der sagt auch, na, da kommen mal die Leute und sagen, was, 100% Umsatzsteuer soll ich jetzt vielleicht bezahlen? Dann gehe ich zum Bäcker und die Semmel kostet nicht mehr 20 Cent, sondern 40. Wie soll ich mir das leisten? Ja, aber dann sagt Götz Werner, du kriegst ja im Grundeinkommen auch deinen Steuerfreibetrag für die Umsatzsteuer. Das heißt, der durchschnittliche Konsum fürs Existenzminimum, in dem Fall ist es das Existenzminimum, wird steuerfrei, indem ich dir diese hohe Umsatzsteuer auf die Ressource Konsumgüter, nicht mehr die Ressource Geld oder Ressource Boden, wie gerade eben, oder Energie, die Ressource Konsumgüter, diese hohe Umsatzsteuer von 100%, die nichts anderes ist als auch wieder eine Ressourcensteuer, rückvergüte für dein Existenzminimum. Und wieder haben wir das, dass, sei es der Durchschnitt oder sagen wir lieber, wir wollen alle Strom sparen, weil CO2 haben wir genug, wir setzen die Nulllinie tiefer als der Durchschnitt bei einem gewünschten Wert, wer da sich drüber oder drunter bewegt, wird belohnt oder durch eine Steuer bestraft. Nächste Folie. Wie kommen wir da hin? Das ist jetzt ein tolles Modell. Der Ludwig Gartz, der heute bei uns ist, hat ein Buch sehr intensiv drüber geschrieben. Zeig's mal, halt's mal einmal in die Kamera, wenn du magst. Hast es nicht dabei? Ich habe eins.
Du hast hier eins, Grundeinkommen und fließendes Geld. Fließendes Geld, die Geburt des goldenen Zeitalters. Grundeinkommen steht nicht im Titel. Das ist soweit das Prinzip. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Das ist jetzt ein schönes Modell, da wären wir alle gerne. Genauso wie wir alle gerne ein Grundeinkommen hätten. Also, ich unterstelle jetzt mal, da wären wir alle gerne, die meisten vielleicht. Das Schöne ist jetzt, das können wir plötzlich zu dem heutigen daneben stellen. Wir sind nicht mehr abhängig davon, wie beim umsatzsteuerfinanzierten oder einkommensteuerfinanzierten Grundeinkommen zu sagen, bitte liebe Frau Merkel, so wie jetzt bei der Petition im Bundestag, lieber Bundestag, bitte, du mögest beschließen, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Bei dem Modell können wir das ähnlich wie die Regio-Währungen komplementär einführen, heute schon. Und wie geht das? Das ist jetzt der zweite Teil. Und mehr Teile gibt es auch gar nicht. Wir haben heute eine Währung, die nennt sich der Euro. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gewinne 10.000 Menschen, die sagen, das finde ich gut, da will ich hin. Dann tragen sich diese 10.000 Menschen auf einer Webseite ein und sagen, ich mache da mit. Mit diesem Hintergrund von 10.000 Menschen, die sagen, ich will da hin, gehe ich zu einem Unternehmen, zum Beispiel einem Stromversorger, einem Telefonanbieter oder einem Reiseveranstalter oder einer Supermarktkette oder einem Drogeriemarkt. Und genauso gehen viele, viele Menschen zu vielen kleinen Geschäften, die nicht als große Kette irgendwo agieren und sagen, schau mal, hier sind viele Menschen, die wollen ein anderes Geld verwenden. Bist du bereit, einen kleinen Anteil von dem, was wir bei dir kaufen, in diesem neuen Geld zu akzeptieren? Gar nicht alles. Wir wollen nicht. Nehmen wir mal eine bekannte Schuhfabrik. Ich gehe in diese Schuhfirma, wo es günstige Schuhe gibt und sage, ich will bei dir Schuhe kaufen. Kosten 100 Euro. Bist du bereit, wenn ich bei dir Schuhe kaufe und die anderen 9.999 auch, 5% von dem, was die Schuhe kosten, in dem neuen Geld zu nehmen, das wir da machen wollen? Dann kommen wir zu dir und kaufen die Schuhe bei dir. Also ich will nicht gleich, dass der 100% nimmt, weil mir ist es wichtig, ich möchte nicht, dass das passiert, was bei den Regio-Währungen passiert, dass die Unternehmer das Geld annehmen und dann geben sie es vielleicht noch weiter an jemanden, der ihnen wieder zuliefert und vielleicht findet der auch noch einen, aber irgendwann tragen sie es zurück zur Ausgabestelle und holen sich wieder Euro dafür. Wenn wir irgendwann diesen Euro verwandeln, kann der nie wieder zurück, sonst wäre es ja absurd. Ich kann nicht diese Regel dem Euro hinzugeben, dass da jetzt was wegfließt künftig und wir alle ein Grundeinkommen kriegen und morgen nehme ich die mal wieder bloß, weil ich sie jetzt gerade mal nicht ausgeben will, wieder weg, die Regel. Dann geht ja, jemand springt ja dann täglich immer wieder ins andere, was ihm gerade günstiger ist. Also den Euro, wenn ich den einmal verwandelt habe, kann ich den nicht rückverwandeln. Also ist mir wichtiger, der Unternehmer nimmt einen kleinen Betrag, aber den nimmt er dann auch, der bleibt ihm. Und selbst wenn er den erstmal abschreibt und sagt, na 5% tun mir nicht weh, das ist eine Marketinggebühr, irgendwann hat er die auf seinem Konto. Dann überlegt er sich, naja, wo werde ich die jetzt los? Gebe ich die jetzt als Weihnachtsgratifikation erstmal raus an meine Mitarbeiter? Oder mache ich dann ein Kundenbindungsprogramm und verschenke die oder ein Preisausschreiben? Oder vielleicht finde ich dann doch mal jemand, der sagt, ich nehme ein bisschen was von meinem Lohn, 2% oder 3, mal versuchsweise in der Währung. Also mir geht es darum, klein anzufangen, wie in einem Gehirn, und dann bahnen sich so neurologische Bahnen. Dann bilden sich kleine Wirtschaftskreisläufe. Und wenn die Menschen merken, es klappt mit 5%, dann nehmen sie 10. Und wenn die merken, es klappt mit 10%, nehmen sie 15 oder 20. Dann kann das wachsen. Mir ist das Transformatorische wichtig. Und wie transformieren wir den Euro? Ist das mit dem Transformatorischen klar soweit? Ich nenne den neuen Euro vereinfacht, also wir nennen den hier in München, das Ganze nennt sich ja auch das Münchner Modell, weil wir hier in München drüber diskutieren, weil es aber für die ganze Welt auch gedacht ist. Den nennen wir den solidarischen Euro, weil er uns solidarisch sein wird. Aber abgekürzt nennen wir den einfach den Euro Plus. Weil es kommt eine Regel dazu, nämlich die mit dem fließenden Geld und dem Grundeinkommen. Und wenn jetzt jemand zu dieser Schuhfabrik geht und kauft sich da die Schuhe für 100 Euro und davon nimmt er 5 Euro, die in diesen Euro Plus umgewandelt werden, dann ist ab dem Moment, wo dieser Euro Plus in der Welt ist, diese Regel drauf, dieses Plus, und es fließt immer ein bisschen was ab und alle, die mitmachen, kriegen das als Grundeinkommen täglich, wöchentlich, monatlich ausbezahlt. Soweit klar? Das heißt, wieso wird dieser Euro zum Euro Plus? Weil technisch gesehen. Nämlich, ich finde eine Bank, die mitmacht und
Die Sonja hat bisher da ein Eurokonto bei der Bank. Nehmen wir mal eine berühmte anthroposophische Bank. Da bist du gerade vielleicht. Da hast du ein Eurokonto. Wenn du jetzt bei dem System mitmachst und die Bank unterstützt das, dann macht die dir ein zweites Konto daneben. Und das unterschreibt die so wie ein Fremdwährungskonto, nicht mit Dollar oder Yen, sondern mit Euro Plus. Wenn du jetzt die Schuhe kaufen willst und du hast auf dem Euro Plus gerade eine Null auf dem Konto und auf deinem normalen Konto hast du noch Geld, schreib mal eine 1000 hin. Und du kaufst jetzt für 100 Euro ein und davon sind 5 Euro Euro Plus, dann schreibt die dir da 5 Euro rüber, weil der Prozess darüber ist ja erlaubt. Dann hast du also 995 richtige Euro noch, alte, und 5 neue. Und die 5 neuen gibst du dann dem Schuhverkäufer auf sein Doppelkonto rüber. Das heißt, die Überweisung an ihn kommt dann an als 95 alte Euro und 5 neue. Und so müssen wir, wenn wir es komplementär machen wollen, wenn wir eben nicht sagen, wir ändern das jetzt politisch von heute auf morgen, halt mal zwei Konten parallel führen in der Übergangszeit. Hast du es verstanden soweit, Sonja? Jetzt, ja. Gut. Dann ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage offen und da wird es für mich nochmal spannend. Das ist was für mich relativ jung dazu gekommen ist. Diese Ideen schweben so seit 5 Jahren um mich rum und ich habe immer wieder Impulse von anderen Menschen bekommen, mich unterhalten dürfen mit anderen Menschen. Und das Schöne war, was mich bestärkt hat, je länger ich es bewegt habe, immer einfacher wurde es. Am Anfang habe ich da 2 bis 3 Stunden dran erklärt, bis jemand das verstehen konnte. Und inzwischen, glaube ich, kann man das in einer halben Stunde gut erklären. Diese 95 Euro, die kriegt doch der Verkäufer. Genau, das ist der Verkäufer. Und die 5 Euro kriegt auch der Verkäufer. Du hast ja Schuhe dafür bekommen. Das ist das Schuhgeschäft. Genau. Mhm. Wir müssen hier jetzt wieder eine 0 hinschreiben und die 95 natürlich auch noch abziehen. Du hast jetzt nur noch 900. Mhm. Anfangs habe ich gedacht, man kann diese Euros, die man dann transformiert hat, feierlich in der Kunstaktion verbrennen. Das ist, glaube ich, sogar verboten. Dann habe ich mir überlegt, naja, man legt sie in den Tresor und falls dann doch mal alle sagen, das funktioniert nicht, uns auflösen wollen, dann kann man es ja wieder rückabwickeln. Oder man kauft bunte Schatzbriefe für. Dann habe ich gemerkt, nee, da bin ich ja im Alten noch. Ich will ja dieses alte Geld gar nicht mehr verwenden. Und irgendwann kam die Idee, relativ vor kurzem zu sagen, nee, wir machen doch da was ganz Geschicktes mit den Euros, die ja real immer noch vorhanden sind bei der Bank. Die nennt es zwar Euro Plus, aber bucht ja weiterhin einen Euro drauf, weil ein Euro Plus gibt die Zentralbank ja nicht raus. Die Euros, die nehmen wir und kaufen dafür ein Grundstück, ein Stück Land, Grund und Boden. Und damit transformieren wir auch den Grund und Boden in einen neuen Boden, weil jemand, der den pachtet, sei es eine Wohnung, sei es ein Kindergarten, sei es eine Schule, kann künftig seine Pacht, seine Miete auch in den neuen Euros bezahlen. Das heißt, wir kommen auch hier weg vom Bodenzins, von der Bodenpacht, zu einer Pacht, die nicht mehr der Grundbuchbesitzer bekommt, dem kaufen wir es ja ab, den müssen wir auch nicht enteignen, wir kaufen es ihm ab. Wir transformieren das, wir machen nicht eine Revolution und sagen, du Böser, gib das jetzt her, sonst schlage ich dir den Kopf ein. Wir kaufen es ihm ab, er kriegt seine alten Euros zurück, soll er doch damit glücklich sein, wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben einen neuen und wir transformieren das und die Mieten künftig bekommt die Gemeinschaft. Und dann kann ich die sofort wieder als Grundeinkommen ausschütten. Das heißt, aus einem transformierten Euro werden nicht monatlich bei 1% 1 Cent Grundeinkommen, sogar schon 2. Weil ich habe ja jetzt schon wieder ein Grundstück auch noch damit gekauft mit dem Geld. Schon wieder doppelt so viel Grundeinkommen für jeden. Und hier ist jetzt für mich das eigentliche Geheimnis hinter dem, was ich da beschrieben habe, verborgen. Das ist jetzt wirklich hier ein Transformationsprozess, den wir da machen. Wenn man sich vorstellt, Schritt für Schritt wird das Euro-Plus-Konto immer wichtiger und das Euro-Konto immer weniger wichtig, weil die Menschen merken, es funktioniert, es tut mir gut. Ich kann Kredite in Euro-Plus ausgeben. Die kriege ich plötzlich zinslos, weil die Leute sind ja froh. Nimm mein Geld, bei mir wird es ja weniger am Konto. Ich möchte ja, dass lieber du flüssig bist statt ich, dann zahlst du die Gebühr. Plötzlich lohnt sich wieder zu investieren in was, was erst in 20 Jahren vielleicht eine Rendite bringt. Ein Menschen, eine Ausbildung. Hey, dein Kind braucht eine gute Ausbildung, hier hast du Geld. Wenn er in 20 Jahren gut verdient, soll er es mir zurückgeben. Ich hätte in 20 Jahren durch das fließende Geldprinzip kaum mehr was davon übrig. In 20 Jahren bin ich alt. Dann kann ich es wieder gut brauchen für meine Altersvorsorge. Ich investiere in einen Wald. Der braucht, bis er wächst. Die Bäume müssen nicht morgen wieder abgeholzt werden. Ich investiere in was Langfristiges. Ich habe also diese,
diesen Vorteil des fließenden Geldes, dass eine langfristige Investition sich lohnt. Damit im Nebensatz ist auch dieses Vorurteil überhaupt nicht mehr gültig, dass fließendes Geld es nicht mehr möglich macht, für die Zukunft, für die Dauer vorzusorgen, weil das früher würde ja wegfließen, nein, ich muss ja nur investieren. Und gleichzeitig habe ich das Grundeinkommen, was uns befreit, täglich in die Freiheit zu gehen, aus der Sorge, wo ich sage, ja, du hast einfach für dein Leben erstmal die Grundlage, du kommst da aus der Angst raus. Du hast eine wunderbare Verbindung. Und das muss ich mit jedem einzelnen Euro machen. Und erst wenn jeder einzelne Euro durch diesen Transformationsprozess sogar zweimal durchgelaufen ist, weil ich gebe den zurück ans Alte und nehme dann noch den Grund und Boden und kaufe den auch noch. Lass mich den Satz bitte zu Ende machen, Sonja. Wenn also der Euro einmal durchgelaufen ist und ich ihn zurückgegeben habe an das alte System und damit den Grund und Boden auch noch rübergegeben habe, dann können die hier, die das Euro-Spiel gerne und gut spielen heute, ihre ganzen Kredite, wo die Kredite ja alle geschöpft worden sind, wieder rückabwickeln, die ganzen Euros zurückbezahlen und können den Laden hier dicht machen. Und dann sind wir hier angekommen. Jetzt danke ich euch erstmal für die Aufmerksamkeit, weil ich bin am Ende von dem, was ich euch ausbreiten wollte. Und wir können diskutieren, Fragen stellen und frei dialogisch werden. Danke. Also, wir brauchen die Rollen. Ich bin der Käufer. Ja, bitte. Der Georg ist Systembetreiber. Machst du das Kontobuch? Ja, gerne. Du bist mit Buch, es passt das Kontobuch. Seid froh, dass ich einen Schritt weiter bin. Früher wollte ich das Zeug ja verbrennen. Ich bin der Käufer, der jetzt sagt, juhu, das Münchner Bordell startet, ich kann den Euro Plus kaufen. Das ist der Grundstücksbesitzer. Wer ist der Schuhverkäufer? Da haben wir was. Leider. Du kannst dich draufstellen. Doch, du stellst dich dann auf den Stein am Schluss. Du bist das Schloss mit der Krone. Aber wir brauchen noch dringend einen Schuhverkäufer. Ohne den geht's nicht. Claudia? Du bist die Schuhverkäuferin. Gut. Ich darf vorstellen, ich bin der Visionär. Die haben wir hier schon. Ich bin der Visionär. Du bist? Systembetreiber. Du bist? Ich bin die Bank. Die Bank? Das Konto. Das Kontobuch? Ich bin die Schuhverkäuferin. Euro Plus Systembetreiber. Genau. Du bist die Stiftung und du bist die kooperierende Bank. Genau. Genau. Du bist? Ich bin der Grundbesitzer. Man sieht es. Ich brauche neue Schuhe. Hast du neue Schuhe für mich? Ja, kann ich dir was anbieten? Guck mal, Ich habe das Geld für dich. Das ist ja bei der Bank. Er kann ja Bargeld. Das ist bei der Bank. Du hast aber gesagt, das ist bei der Bank, das Geld. Ach so. Für mich. Oh ja, die passen mir bestimmt gut. Was kosten die? Was haben wir jetzt gesagt? 100 Euro. 100 Euro, ein guter Preis. Aber ich kaufe die nur, ich gehöre da ja zu so einer neuen visionären Gruppe. Die haben ein neues Geld, das nennt sich solidarischer Euro. Und wenn du bereit bist, 5% davon in den neuen solidarischen Euros anzunehmen, dann kaufe ich die Schuhe. Und was habe ich dann davon? Da kriegen alle, die mitmachen, ein Grundeinkommen. Naja, da habe ich ja nichts davon. Was habe ich dann davon? Alle, die... Noch 10.000 neue Kunden. Du hast 10.000 neue Kunden. Ich habe 10.000 neue Kunden. So viele Leute wollen bei der Idee mitmachen. Wollen bei der Idee mitmachen. Ein bisschen Rabatt kannst du geben. Also, mal ehrlich, ich meine, die sind ja schon ziemlich alt. Und die würde ich ja eh nicht mehr für 100 Euro verkauft kriegen. Also, dann mache ich das halt mal. Super. Ich habe noch einen Vorteil vergessen. Es gibt auch günstigere Kredite in Zukunft. Ja, das hilft dir vielleicht auch mal. Ja, vielleicht. Gut. Okay, machen wir. Gebongt. Du kriegst die Schuhe? Ich zahle dir das Bargeld los. Und zwar über meine Bank meines Vertrauens. Okay. Die hat jetzt 100 Euro auf einem Konto. Ja. Davon schreibt sie dir 95 gut. Plus 5 Euro, die von diesen neuen... vom 5 Euro plus, die mit 5 Euro bezahlt werden, diese 5 Euro, Moment, an wen gehen die? Okay. 5 Euro plus, ja? Okay. 5 plus draufschreiben. Nee, das mache ich, wenn ich die kriege, sozusagen. Ich bin die Stiftung. Ich kaufe jetzt 5 Euro plus. Genau, du kaufst von mir 5 Euro plus, das sind seine 5 Euro ursprünglich gewesen. Die nehme ich, an und sage, bei mir sind 5 Euro eingegangen. Dafür erzeuge ich jetzt ein 5 Euro plus, gebe ich dir. So.
Und das ist schon neu geschöpftes Geld. Das ist richtig, das ist neu geschöpftes Geld. So, und das kriege jetzt ich. Ich kriege jetzt 5 Euro plus und 95 Euro alte Euros. Genau. Und das sammelt sich an und davon kann man Land kaufen. Jetzt kannst du hier den Stein kaufen. Ich habe gehört, bei Ihnen gibt es ganz tollen Grundbesitz. Aber vorzüglich. Ich würde gerne für eine Stiftung Geld anlegen. Haben Sie etwas für 5 Euro im Angebot? Ja, aber selbstverständlich. Dieses großartige Stück hier. Das ist günstig, dann kaufe ich. Ja, ich kaufe das an. Ja, danke schön. Und Sie bekommen von mir jetzt einen Schein, als dass Sie Besitzer sind, dieses Stück. Nimm das Stück direkt selber. Ich glaube, den Schein brauchen wir gar nicht mehr. Du bist der Schuhbesitzer. Du hast mir doch vor kurzem mal so Schuhe verkauft. Ja. Ich habe gehört, du willst eine neue Filiale eröffnen. Aha. Ich kenne da eine Stiftung, die hat gerade ein Grundstück gekauft. Ja. Und wenn du da eine Filiale hinbaust, da kannst du deine Miete in Euro Plus bezahlen. Das ist gut, weil was mache ich sonst mit den Euro Plus eigentlich? Ne? Die liegen ja bei mir rum. Da habe ich ja inzwischen, weil du hast mir ja die 10.000 Kunden versprochen. Und die sind auch tatsächlich alle gekommen. Also ich habe mittlerweile nicht nur 5 Euro plus, ich habe schon 50.000 und da muss ich irgendwas machen. Was mache ich denn damit? Ja, weil ich arbeite gern bei Ihnen. Ah! Na, du willst dir auch die Euro plus. Die Euro plus denken, jetzt muss ich mir echt überlegen. Da muss ich muss noch mehr Euro plus kriegen, weil sie will bei mir arbeiten. Dann nimmst du doch künftig 10%. Ja, könnte ich machen. Weil dann kann die bei mir arbeiten und ich kann noch hier mein neues Filiale. Dann brauchen wir eine Filiale, die sich jetzt noch da drauf stellt. Cordula, willst du die Filiale sein? Muss ich auf den Stein stellen? Aber wir haben, sieht man nämlich schon. Wir haben Geld geschöpft, weil hier sind, die sind beide noch da. 105 wir haben Geld geschöpft. Und der Rücken ist super. Hey!